Sieh glücklich aus. Hallo! Hallo! Mich hat man lange nicht mehr gesehen. Ich habe seit 2 Tagen keine Instagram-Story mehr gemacht. Danny? Alle dachten, Danny, oh guck mal, ich habe noch einen Fussel im Bart. Alle dachten, Danny ist untergetaucht. Aber ist Danny gar nicht. Danny ist halt nur sehr erschöpft. Ja. Ja, Warum und ist Danny denn erschöpft? guck mal, da sind die Schuhe. Lassen wir die heute mal stehen. Die bleiben heute stehen. Sie haben schon ein eigenes Fanleben. Ja, Ja. sind es Hashtag Team Dannys Schuhe. Im Hintergrund, ja. Maxim, Ja. heute gibt es ein neues Video von uns. Ja. Ein entspanntes Video, wie wir auf dem Sofa sitzen, weil wir keine Zeit für ein ausführlicheres Video haben, beziehungsweise ich hatte keine Zeit. Ich glaube, du machst doch nichts anderes außer Videos. Aber Danny hat halt so viel zu tun. Die Decke ist blöd, die neue, die ist so Furchtbar, scharfkantig. ist doof. Kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir gleich zu. Freunde, in diesem Video geht es darum, was ist mit dem Haus? Ziehen wieder ein. Was ist mit dem Haus? Ziehen wieder ein. Was ist mit dem Haus? Ziehen wir dir. Was ist mit dem Haus? Ziehen wir da ein? Und was hat es mit dieser komischen spitzen Decke auf sich? In diesem Haushalt ist nicht nur die Decke spitz. Freunde, bleibt dran, schaut euch das Video an und wir wünschen ganz viel Spaß. So, jetzt erzähl uns mal was über diese spitze Decke hier, die ist so scharfkantig. Ich habe noch nie Freunde. eine Decke gehabt, an der ich mein Leben verloren Also, habe. Freunde, passt auf. Ihr habt ja meine Roomtour noch nicht Die gesehen. hast du ja noch nicht gedreht. Natürlich haben wir die gedreht, die Roomtour, die fertige. Haben wir? Haben wir. Das ist aber schon vor 3 Monaten gewesen. Richtig, das Video ist nie online gekommen. Warum Die nicht? Gründe möchte ich jetzt nicht nennen. Es gab Kenne ich die Gründe? Differenzen. Und, Zwischen uns? nein. Und, Bisschen auf steigende Hitze. Naja, und ich habe die Wohnung ja eingerichtet und ich hatte eine Idee im Kopf, wie ich die Wohnung stilistisch einrichten möchte. Und ich wollte das Ganze hier eher so ein bisschen kühler haben, ein bisschen cleaner. Aber mir ist aufgefallen, dass mich so dieses Ton in Ton, dieses Grau in Grau so ein bisschen nervt. Kenne ich. Und deswegen wollte ich jetzt etwas Wärme hier mit reinbringen. Ich habe hier Da brauchen wir ganz viel ein Wärme. Regal. Wobei, wir sind warme Brüder, wir bringen genug Wärme Jetzt rein. lass mich das Ja, du erzählen. erzählst so lang. Nee, aber es ist ja wichtig. Es geht ja um die Decke. Ja, erzähl um die Decke, um die So, Decke. um die Decke. So, naja, und ich habe das Regal lackiert und das sieht jetzt alles so aus in die Richtung, wie ich es haben möchte. Aber mir fehlt jetzt so ein bisschen Ja, Wärme. das lag hier Regal. Und deswegen Freunde. wollte ich neue Kissen und eine neue Decke und so ein bisschen Deko könnt ihr da hinten sehen. Und auf dem Tisch steht auch was. So, jetzt erzähl uns aber, worum es denn eigentlich Naja, geht. und dann habe ich heute diese Decke gekauft, ich war einkaufen und hatte dieses Paket Decke gesehen und dachte, boah, voll schön. Ich mag so diese Felldetails und so und ich mag auch dieses Material, dieses Kuschelmaterial. Komm auf Naja, den Punkt. ich habe zu Hause erst gesehen, dass es nur der Rand ist, der Fell ist und nicht auf einer Seite Fell, auf einer Seite Kuschel. Das war der größte Flop und die ist so billig verarbeitet, dass die Naht hier super scharf ist. Okay. Das Flop. war, und was ist jetzt der Clou? Die War dummer Pointe? Kauf. Okay, wow, 3 Minuten. Alle Zuschauer haben jetzt wahrscheinlich schon längst weggeschaltet. Ja, freue ich mich, dass du Spaß hattest heute. Bei mir war heute eigentlich auch ein sehr entspannter Tag. Nachdem die letzten 2 Tage ein bisschen stressiger waren, war der Tag heute etwas entspannter. Ich habe gebadet und habe Fernsehen geguckt und habe eigentlich mich erholt. So kann man das Das ist nennen. auch mal gut. Ja, und dann bin ich verspätet zu dir gefahren, weil mal wieder Berufsverkehr auf der Autobahn war. Und ob ich jetzt 2 Stunden zu dir fahre oder 1 Stunde zu Hause warte und dann eine halbe Stunde nur zu dir brauche. Eben, Das ist in Berlin ganz verrückt, Freunde. das ist immer so ein bisschen schwierig auf der. Die Sonne ist, kommt. Das ist hier so ein bisschen schwierig über die Hauptstadtautobahn und da muss Danny rum oder rauf oder rüber. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Danny eigentlich ja fährt nicht. immer nur die eine Strecke. Denn die fährt nicht um den Stau, denn die muss immer diese Strecke. Es gibt auch nicht viele Möglichkeiten, da drum herum zu kommen. Und Nee. deswegen ist das jetzt so, aber Danny ist jetzt da. Ja. Tut dir noch alles weh? Das wäre auch Tatsache meiner Einleitung gewesen zu dem Thema. Wir haben ja wirklich am, welcher Tag ist denn heute? Ist Mittwoch. mit Donnerstag. Wir haben Tatsache am Dienstag insgesamt 4 Tonnen Müll Geschleppt. geschleppt von A nach B. Immer mit entsprechenden Pausen und dass man ja, sich gut erholt und dass es nicht allzu anstrengend wird. Aber dennoch merkt man einen gewissen Muskelkater uns beiden an, was ein bisschen schwierig ist. Eigentlich wollte ich mich in dieser Woche mehr erholen, aber das war nicht so möglich. Wobei eigentlich konnte ich mich auch erholen. Aber ach, naja, ihr Nicht habt ja so das möglich. Video gesehen.
Genau, falls nicht, ist es einmal da in der Ecke. Ja, ich weiß es nicht mit der Kamera, wie das da läuft. Auf jeden Fall war der Muskelkater Tatsache am zweiten Tag schlimmer als am ersten. Mhm. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt gar nicht... Also am schlimmsten ist es auf die Toilette gehen. Weil dann macht man ja so diese... Ihr kennt das doch, Freunde. Freunde, ihr kennt das doch. Wenn man auf die Toilette geht, dann geht man so in diese Hockbücke. Ja, und wenn man in diese Hockbücke geht, da... Ich dachte, ich komme nicht mehr hoch. Hätte ich dich rufen müssen, heb mich vom Klo. Also ich habe... Gestern tat mir auch noch alles weh. Heute ging es und ich dachte, ich mache heute eine Runde Sport. Ich habe es nicht geschafft, das Workout durchzusehen. Ich habe, glaube ich, nur eine halbe Stunde geschafft. Und dann tat mir alles weh. Ich konnte einfach nicht mehr. Wir haben ganz, ganz viele Nachrichten zu diesem ganzen Hausthema bekommen. Und das war echt interessant, so die Anteilnahme. Also es haben wirklich sehr viele Leute das Video gesehen. Viele haben sich dafür interessiert, was ist die Geschichte von dem Haus. Und ich habe ja schon mal so ein bisschen verwiesen, dass das nicht alles gut ist und dass ich... natürlich nicht alles zu diesem Haus euch erzählt habe. Es hat halt alles auch eine sehr dramatische Seite. Und für die Zuschauer, die schon lange dabei sind, die wissen, dass dieses Haus mich sehr für das Buch Sarah inspiriert hat, wo quasi das erste Kapitel schon sehr nah an der Realität ist, die wir erlebt haben, für alle die, die das interessieren. Und ich habe euch das Buch Sarah hier unter diesem Video verlinkt. Und auf jeden Fall ist das so diese Vorgeschichte zu diesem Haus. Und wann kam das Buch raus? Anfang des Jahres. Anfang des Jahres, Freunde. Und jetzt... verknüpft die Punkte, wie lange dieses Thema tatsächlich schon bei uns präsent ist. Seit November letzten Jahres. Seit November, Ende letzten Jahres. Und jetzt macht das, glaube ich, für viele vielleicht auch Sinn, warum ich hier eingezogen bin. Also damals gab es ja unzählige Nachrichten. Warum ziehst du mit Danny nicht zusammen? Seid ihr überhaupt noch zusammen? Nee, ist eine Fake-Beziehung. Ist eine Fake-Beziehung. Maxim also, kriegt ganz viel Geld dafür, dass er mit mir zusammen ist. I wish. Und dann gibst du die 50 Euro jeden Monat immer sofort aus. Nein, pass auf. Und das war halt so, damals haben wir halt gesagt, es ist zeitlich alles so ein bisschen schwierig gewesen. Und es gab halt Punkte letztes Jahr, die wir schon wussten, aber noch gar nicht kommunizieren konnten. Und bevor ich wusste, dass ich aus meiner Wohnung rausgehe, wussten wir das schon mit dem Haus. Da war aber, du kannst ja nicht, sobald jemand verstirbt, ins Haus ziehen. Das geht halt einfach nicht. Und deswegen hat das jetzt über ein halbes Jahr gedauert, bis wir überhaupt dort rein konnten und was tun konnten. Ja. Und auch die Kraft gesammelt haben, um diesen Kraftakt auch zu beginnen. Und eine der häufigsten Fragen war Tatsache, ob wir jetzt dort gemeinsam einziehen. Und es ist für uns beide eine schöne Immobilie, wo man eine Menge Platz hat. Das hängt an vielen Faktoren, das kann ich jetzt gar nicht so im Detail beschreiben. Der Wunsch und der grobe Plan ist definitiv da. Aber es hängt halt auch noch einfach an anderen Faktoren, die sich in den nächsten Monaten herausstellen werden. Ich habe mir echt überlegt, das alles in so einer schönen Videoreihe festzuhalten, egal welche Richtung das Hausprojekt sich entwickelt. Es ist auch schon ein zweiter Teil gedreht, Tatsache, so wo wir mit der Entrümpelung angefangen haben. Der wird dann auch in der nächsten oder in der übernächsten Woche dann online kommen für euch. Also dieses Hausthema wird ein Teil meines Kanals sein. Es wird so eine kleine Playlist sein, wo ich halt immer wieder so Updates gebe. Wir haben ja schon sehr viel in dem Haus entrümpelt, aber Tatsache, die großen, sperrigen Sachen, die sind halt einfach noch da. Und da wird es nochmal einen Container geben, da wird es nochmal die Straße gesperrt werden. Aber da müssen wir mal gucken. Ich kann aktuell auch nicht allzu viel Kraft in dieses Projekt reinstecken, also körperliche Kraft. Ihr wisst ja, mit der Notaufnahme vor ein paar Wochen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie man seine Kraft einteilt. Und für mich ist es halt einfach zurzeit wichtig, so ein bisschen Ruhe zu haben. Und das ist halt auch einfach... Ich habe die ganze Zeit aufschluckt. Ich auch. Von dem komischen Bohnenbrot, was sehr lecker war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe eine kleine Raffinerie in meinem Körper jetzt. Okay. So ist besser, Leute. Ist jetzt besser? Jetzt ist besser. Das hat mich so die ganze Zeit geblendet. Das wollte ich sagen. Ich glaube, was man oder was vor allen Dingen auch wir total unterschätzt hatten, also ich meine, wir wussten ja, wie das Haus aussieht, als wir das erste Mal dort reingekommen sind. Und wir dachten schon, okay, ja, es ist schon eine Menge Arbeit, aber woran man nicht so denkt, ist, dass man jedes einzelne Teil, jedes, von jeder Socke bis zu jeder Gabel, bis zu Schlüppers, allem in die Hand nimmt und tragen muss. Also und nicht tragen am Körper, sondern nee, nach draußen tragen. Nach draußen tragen. Und das ist einfach eine Menge an Gewicht. Was hast du? Vier Tonnen. Vier Tonnen Zeugs. Wir waren zu dritt. Ja. Hat aber irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Voll. Und aber man konnte sich damit sehr gut
abreagieren, beschäftigen, ja, so ein für bisschen mich Sachen kaputt machen. Für mich war es auch mein erstes Haus, welches ich so auf diese Art entrümpeln durfte. Ja, aber ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen. Habt ihr denn was von Wert gefunden? Und da habt ihr denn genau geguckt? Glaubt mir, in diesem Haus gibt es nichts, was in irgendeiner Form Wert hat. Als ob das Haus schon mal geplündert wurde. Ja. Keine Kette, kein Spitzenschlüpper, Hegendass-Schlüpper. Da war nichts. Ja, ansonsten, was ist denn noch geplant? Also wir werden jetzt am Wochenende euch ein neues Kochvideo präsentieren. Mhm. Wissen wir schon, was wir kochen werden am Wochenende? Nein, du wolltest was gucken, aber wir müssen ja, ja gucken, dass das Weight Watcher-mäßig so funktioniert. Genau, weil ich habe halt festgestellt, dass sehr, sehr viele Zuschauer, obwohl man gar nicht so sehr aufs Gewicht achten muss, trotzdem gerne dieses gesunde Essen kochen. Alternative Rezepte und Möglichkeiten. Ja, heute fallen wir mir mal ständig ins Wort. Ja. Und da habe ich mir überlegt, dass ich ganz gerne was mit Nudeln machen möchte. Ich weiß, dass in den Weight Watcher-Programmen es Nudeln gibt, die haben 0 Punkte. Da geht es ein bisschen um die Soße und da werde ich heute Abend werde ich recherchieren, ja, dass wir eine tolle, gesunde Soße kriegen, die Danny nicht größer werden lässt. Wobei, alle wollen ja Danny haben, also mehr von Danny. Ja. Freunde, eigentlich ist heute ein Video geplant gewesen, wo ich euch erzähle, wie viel ich schon abgenommen habe und wie ich das über die letzten Wochen geschafft habe. Es ist auch wirklich eine Zahl rausgekommen und ich habe auch wirklich abgenommen. Dazu wird es auch noch ein Video geben, aber ich weiß noch nicht so genau wann, denn jetzt am Freitag kommt dieses Video. Am Mittwoch, am 3.6. kommt ein ganz besonderes Video. Das Video zu meinem neuen Buch, weil da ist nämlich der Veröffentlichungstag. Und ja, ich vermute mal, in der nächsten Woche gibt es dann das Gewichtsupdate für euch. Habe ich denn viel abgenommen? Schon. Hat er wirklich? Ich wusste, dass er lacht. Ich hab schon seit Wochen keine Schokolade mehr gegessen und kein Eis. Ich möchte... Das Schlimme ist, Freunde, es tut mir sehr leid. Dass aber du mal wieder ins Wort fällst? Ja, ich mache ja mit. Kennst du noch Ingrid und Klaus? Nee. Ingrid und Klaus, das gab es bei TV Total. Und Ingrid hat immer, es war immer Ingrids Woche und Klaus hieß die Serie. Und da war es immer so, Ingrid hat immer erzählt und Klaus wollte dann was sagen. Und dann kam Ingrid immer und hat ihm mal auf den Mund gehauen. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Ich soll mich nach Bonn nach Berlin schicken. Zuhalten. Nein, das machen wir. Wir, Ingrid und Klaus. Freunde, so sieht's aus. Wir haben eine schöne Woche gehabt und sind jetzt froh, ein bisschen runterzukommen. Wochenende. Uns abschminken zu können. Ne? War doch genau das, was du gerade gedacht hast. Ja. Ja. Und sonst würde ich sagen, sag du mal das letzte Wort jetzt hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das tun. 10.000 Abonnenten für den kleinen Danny bis zu Weihnachten. Wir haben fast schon die 7.000. Ja, voll gut. Nur noch 300, das schaffen wir. Ich hab die beste Gang. Hab ich wirklich. Wann hast du so gemacht? Beste Gang. Spul mal zurück das Video. Weißt du, was ich überlege? Ob es lustiger wäre, wenn wir uns Gang nennen? Nein. Gang und Gay. Nein. Warum? Das ist total cringe, weil es total doof klingt. Du bist doof. Freunde, macht es gut. Tschüss.